Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 9. Episode von Natürlich Outlast 2. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und begrüße euch hiermit ganz herzlich zurück. Die Ehre ist wieder am Start. Der einzigste Weg ist natürlich, hier von ihr wegzukommen. Ich hoffe, dass es jetzt auch richtig ist, wo ich jetzt mich hinbegebe. Ja, in der letzten Episode haben wir eine traurige Trial and Error-Situation gehabt, wo wir sozusagen durch einen Fehler erstmal finden müssen, wie es weitergeht. Und hier sind Kühe und alles. Natürlich haben wir auch gerade am Schluss der letzten Episode und gerade eben die Richterin Gottes begegnet. Ein Schlachterhaus, so wie es aussieht. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Okay, wir haben hier einen Besuch. Hier muss irgendjemand sein, anscheinend. Ja, das gebe ich recht. Das sieht wirklich widerlich aus. Das sind sogar Menschen. Okay, das sind auch irgendjemand muss hier drüben sein und reden. So wie sich das anhört. So, eine Bandage für unser Vergnügen. Und jetzt, da ist eine Tür. Okay, die ist blockiert. Alles klar. Komm. Wir brauchen den Haken. Okay. Das gefällt mir gerade echt nicht, Leute. Nicht, dass wir jetzt mit der Iren hier eingeschlossen sind. Ich höre auch ganz komische Geräusche, um ehrlich zu sein. Aber wir wissen ja, wie wir ja eigentlich rauskommen, weil da hinten war ja so ein Spalt. Ich denke mal, zu diesem muss ich auch hin. Vermute ich mal. Oder die Tür geht jetzt hier auf. Okay. Und jetzt zurück, oder was? Okay, da ist die Dame. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das irgendwo hier benötige, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ja, natürlich muss es einen Weg geben. Die Frage ist nur, wie ist der Weg dorthin? Irgendwie müssen wir in dieses Haus reinkommen, Leute. Da ist nämlich der Ausgang raus, wo es bestimmt zu den Minen dorthin geht. Die Frage ist, wie müssen wir uns jetzt hinbewegen? Das ist das, was ich mir stelle. Müssen wir wirklich mit der bekloppten Irre da wirklich in Konfrontation geraten? Weil darauf habe ich gerade ehrlich gesagt gar keine Lust. Das muss doch echt nicht sein. So, verstecken. Das ist schon verständlich alles. So, gucken wir mal. Das ist ekelhaft hier alles. So, was gibt's sonst noch hier? Das ist verschlossen, das ist hier verschlossen. Gucken wir uns erstmal die Umgebung genauer an. Und geht doch lieber in den Spalt wieder rein, weil ich gerade trotzdem was begutachten möchte. Weil irgendwas hat es hier zu bedeuten. Generell, wenn ich jetzt... Gucken wir mal, dass wir irgendwelche Geräusche wahrnehmen, eventuell. Da, Esse... Irgendwas, irgendwie so in die Richtung. Essen, Essen, irgendwas sowas. Ich verstehe es nicht genau, aber es hört sich ganz komisch an. So, gucken wir, habe ich irgendwas? Nein. Da geht es natürlich nicht raus, das weiß ich. Das ist blockiert, da können wir nicht mehr ziehen. Da ist auch ein Zettel. Also heißt es, okay. Ja, ein Haken. Den Haken habe ich genommen. Da können wir auch nicht mehr ziehen, oder? Und da hinten ist ein Zettel. Ein Haken. So. Okay, ich kann da rein. Aber was hat es jetzt zu bedeuten, was ich da rein konnte?
Martha, meine Meistgeliebte, meine Jagdhündin, mein Racheengel. Val hat Temple, Gatte verraten, hat Gott verraten, hat mich verraten. Sieh tief in dein Herz und nimm deinen Hass und mach ihn zur Strafe dieses Verlauften oder Verfaulten. Katzen, ich... Was? Ketzerischen Schweineficker's Wahl muss leiden und um Vergebung betteln, die du ihm nicht geben wirst. Wahl muss in der Dunkelheit sterben, vernarbt von Gottes Liebe. All jene, die Wahl folgen sollen vor dem Jagd, um Gnade betteln und dein Herz nicht kennt, lass Gott für dich gnädig sein, damit du es nicht sein musst. Papa liebt dich, Gott vergibt dir. Knut. Knut, aha. Der gute Knut mal wieder. So, was können wir hier machen? So, da ist wieder eine Tür, die natürlich nicht nutzbar ist. Ich frage mich, was wir mit diesem Haken machen können. So, jetzt können wir wieder raus. Wunderbar. Super. Ich verstehe es nicht. Irgendwie verstehe ich das Rätsel nicht, ganz ehrlich. Aber irgendwie muss man jetzt es lösen können. So, das... Hier sind wir auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Hier sind wir erstmal jetzt fertig. In diesem komischen Stall. So, das können wir hier nicht benutzen. Eine Kuh dranhängen. Bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Irgendwas da draußen dann. Wir müssen auf jeden Fall zu Bekloppten wieder. Ob mir es schmeckt oder nicht. So, irgendwo muss hier das Lösung sein, das Rätsels Lösung sein. Irgendwo muss es doch hier reingehen. Und hoffentlich kommt jetzt nicht die Dame. Macht mir das Leben zur Hölle. Verstecken. So. Okay. Ich bin etwas verwirrt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Okay, da haben wir schon mal eine neue Batterie. Die nehme ich auf jeden Fall mal ganz herzlich mit. Aber ich verstehe es nicht. Wo müssen wir hin? Verstehe sie irgendwie nicht. Sie ist auch jetzt weg, so wie es aussieht, ja? Die Richterin Gottes ist weg. Irgendwie schon. Warte, da drüben war ich noch nicht. Okay. Alles klar, ich verstehe. So, das heißt Trial and Error wieder. Ja, super, jetzt sind wir da drin. Hat mir ja doch gefehlt. Aha. Wo ist das? Ah, da. Scheiße! Zu spät! Aber verstanden, was wir zu tun haben. Trial and Error. Beeil dich so schnell. Meine Güte, es ist halt wieder so...
What the fuck? Okay, mehr Glück als Verstand. Okay, das sollte ein Schocker sein. Naja, hat sich in Grenze gehalten. Fuck. Keep moving. Ja, nicht anhalten, glaube ich, ist die Devise. Babylon. Okay, eine neue Errungenschaft bekommen. So, okay. Ach so, da hoch. Das schmeckt mir nicht, das schmeckt mir nicht. Aber ich bin echt mal gespannt, wo uns jetzt der Weg hinführen wird. Oh, okay, da haben wir natürlich wieder ein Zettelchen. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrautste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist und ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Irene deine Wangen wachsen. Wangen? Hä? Du glaubst dich des Mordes sündig gemacht zu haben, doch erkläre mich, du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist nicht du schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist nicht du schuld an ihren giftigen Riss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist nicht du schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feinde sein könnte, wäre durch Trägheit, ich denke mal, das ist ein T, Trägheit ermordet, denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Temple Gate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe, dass Gott dich liebt, Knot. Okay, alles klar. Nee, bevor hier jetzt der große Bullshit hier losgeht in den Kommentaren. Leute, ich hab's schwer mit Schreibschrift lesen, weil ich es halt nie gelernt habe. Wenn man halt erst in der 8. Klasse hier nach Deutschland kommt, sieht es halt schlecht aus, mit Schreibschrift zu lernen. Okay, da muss man auf jeden Fall rein, aber wie? Irgendwo muss hier, aha, da ist ein Schlüssel. Oder da hoch. Anscheinend. Boom. Okay. Wait, wait. This is before I found her hanging. Okay. Jessica, 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 Jessica. Überall steht Jessica. Mhm, wir sind wieder in der Schule, Leute. Okay, da geht's nicht weiter. Ich will nicht da rein. So, gucken wir erstmal, ob es dahinter was gibt. Ach, dahinter kann man auch rein. So, die Frage ist halt, in welchen Raum geht man rein? Okay, der ist zu. So, machen wir mal auf. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige. Es war beängstigend, aber jetzt nicht, dass ich mir die Hose scheiße. Aha. Okay, wir sind in einem Klassenzimmer. Aber mit nichts dahinter. What the fuck? Was war denn das gerade für ein Bug? Ich bin einfach mal durch die Tür gelaufen, Leute. Ha. Ja, das ist der Gang. Okay. Verstanden. Okay, das Klassenzimmer ist offen. Das beunruhigt mich. Das heißt, ich gehe erstmal dahinter durch. Okay, gehen wir mal langsam. Das ist vielleicht wieder alles fokussiert. So, gehe ich zuerst dahin. Weil mir kam es gerade vor. Okay, da kommen wir auch rein. Steht da was? Da ist auch nichts im Hintergrund. Okay, das ist zu. What the fuck? Was war das? Was war das? Whoop. Sie, habt ihr das gesehen? Alter. Okay, da haben wir was. Hangman.
Jess used to play. Was? The other half of this must be somewhere. Jessica would have left a hangman somewhere for Lynn to find. Okay. We are love, God first. Und die Kamera wackelt irgendwie, komischerweise. Die Flagge, meine ich. Alter, was? Hallo? Okay, da ist wieder das... Habt ihr das gesehen? Das Flackern der Kamera. Ganz merkwürdig. So, da hatten wir doch ein Klassenzimmer, das wo es noch irgendwie dappisch die Tür so angelehnt war. Genau hier. Ich glaube, da muss man rein. So wie es aussieht hier. Okay, die Kamera wackelt irgendwie. Die Flagge wackelt wieder. Ganz merkwürdig. Und warum ist der Projektor an? Tun wir mal die Folie hinlegen. Okay, ich verstehe. Wir müssen das hier rüberschieben, dass es genau passt. So, jetzt gehen wir mal vor. Okay. Interessant. Okay. Heißt es jetzt, die Buchstaben sind die, wo man noch benutzen soll, oder wie kann man sich das Rätsel erklären? So, das sind Tische im Weg, deswegen geht's nicht voran. Gut, dann tun wir mal interagieren. So, eigentlich sind wir schon zu weit. Verstehe ich es nicht. Nein, das ist falsch. So. Ich verstehe, das heißt, ich muss auch... Aha, ich verstehe. Okay, ja, ich verstehe. Das heißt, ich muss ganz minimal vor. Bin ich jetzt schon richtig? Ja. Dass ich dann da durch kann. Nein, das ist auch schon mal verkehrt, weil wir müssen ein bisschen dann... Komm. So, okay. Jetzt ist komplett angelehnt. So, jetzt aber. Unforgivable. Unverzeihlich. Unforgivable. Okay. Denk mal, das war das Rätsels Lösung. Vermute mal, da müssen wir durch. Nein, das ist blockiert natürlich. Okay. Vielleicht muss ich jetzt hier durch. Nein. Oder ich muss jetzt darüber. Oder hier durch jetzt. Ganz komisches Rätsel. Oder jetzt schon wieder diese Kamera. Die Flagge hat hier blockiert. Okay, das hier mit Jessica ist jetzt weg, Leute. Muss ich das jetzt verstehen? Da ist nichts. Ich verstehe es nicht. Okay, da muss ich drüber. Anscheinend. Nein. Warum kann ich hier drüber? Okay, ich kann nicht da drüber, weil da ist hier so ein Loch, wo man eigentlich da drüber gehen könnte. Ich finde es jetzt ganz komisch hier gerade alles. Okay, da können wir nicht durch. Wo muss ich hin? Da ist blockiert. Ich verstehe das nicht.
GPS hast du gerade wieder dieses komische Gefühl, dass irgendwas wäre, aber es ist nichts. Was hat es zu bedeuten? Genau diese Nachricht hier. Was hat diese Nachricht zu bedeuten, Leute? Gibt's hier irgendwo was? So eine Notiz oder irgendwas zumindest. Ich kann auch nicht mehr hier drauf interagieren. Und hier ist auch kein... Ja, nachladen. Ja, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit, ganz ehrlich, diese verdammte Batterien leer ballern, ne? Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Mich beunruhigt das, dass hier drin was ist. Und es nur blockiert ist. Aha. Okay. Alles klar, hätte ich einfach nur durch die Tür gehen müssen. Was war das? Da ist schon wieder dieser Schatten. Super. Warum kann ich die Tür nicht öffnen? What the fuck? Schon wieder dieser Schatten. Alter, was ist das für eine Paranormal-Scheiße gerade hier? Lass mich raus. Ist gut, es hat sich jetzt geklärt. What the fuck? What the fuck? Der war gut. Okay. Der war auf jeden Fall verdammt gut. Gucken wir mal, ob wir jetzt trotzdem noch mal hinkommen. Hä? Okay. Muss ich das verstehen? PC? Das Ding fällt da runter. Springt da jetzt ein Alien raus? Falls ihr die Ironie verstanden habt. Ich kann immer noch nicht. Irgendwas ist komisch. Irgendwas ist hier komisch. Ich glaube ja, ich muss da hoch. Versteh's nicht. Gibt's hier irgendwo eine Nachricht oder sowas? Aha, interagieren. Das sieht schon mal ganz doch anders aus. Also, tatsächlich, wir müssen da hoch. So. Da bin ich, aber jo. Ist halt eben so. Okay. I was just here. Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Ich glaube, nein. Aber ich glaube, wir kommen gerade zu den Minen hin, Leute. Okay, da runter soll es bestimmt nicht weitergehen. Okay, da geht's weiter. Alles klar. Hier welche Schienen.
Und hier ist der Speicherpunkt. Leute, ich weiß, es ist etwas der längere Part. Morgen geht's, so wie es aussieht, in den Minen weiter in Outlast 2. Boah, ein schöner Jumpscare, muss ich echt gestehen. Und ja, ein bisschen war schon die braune Soße fast da. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Gut gelandet, Moderator, der sagt Tschüssi. Aha. Kowski.